wo wir uns unterhalten müssen. Und ich dachte, wir starten in diesem Tag so auch ein bisschen in der Computersprache, indem wir einfach mal ganz bewusst hochfahren mit der Frage, wer von Ihnen war in dieser Woche, seit letztem Montag, online, im Internet, und zwar nicht beruflich, sondern rein privat. Wer war rein privat diese Woche im Internet und jetzt nicht nur Finger hoch, sondern mal aufstehen? Ich verschaffe mal ein bisschen einen Blick von hier oben und sehe, da stehen sehr viele. Aber da sitzen da auch ein paar. Damit ich nicht so alleine sitze, dürfen Sie sich alle wieder hinsetzen. Vielen Dank. Also es war eindeutig die Mehrheit. Ich bin mal gespannt, wie es bei der nächsten Frage aussieht. Wer von Ihnen hat ein Facebook-Profil? Wer von Ihnen ist aus privaten Gründen bei Facebook? Bitte doch mal aufstehen. Und Sie sehen schon, die Reihen lichten sich ein wenig, sind aber immer noch, finde ich, ganz schön viele. In diesem Zusammenhang muss ich mich übrigens hinsetzen. Sie dürfen sich auch hinsetzen. Ich habe auch kein Facebook-Profil. Und ich schließe gleich die dritte und letzte Frage an. Und auch da bleibe ich wieder sitzen, weil es für mich zutrifft. Wer von Ihnen hat in dieser Woche schon getwittert? Okay. Und die Kreise lichten sich. Ich kann zählen, es sind 4 Stück in dieser Runde. Und Sie haben gerade eben so geschmunzelt, aber für uns ist es schon so ein bisschen die Orientierung, worüber wir uns heute unterhalten und wie wir uns über das Thema unterhalten müssen, weil es einfach Themen gibt, wo ich glaube, dass der eine oder andere sich nicht so ganz sicher ist, wie es eigentlich funktioniert und sich da nicht so wirklich gut auskennt. Also ich würde einem Sportverein durchaus dazu raten, sich in neuen Medien zu engagieren. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, welche Zielgruppe man erreichen möchte. Man muss als Sportverband durchaus gucken, wen erreiche ich, wen möchte ich erreichen. Wenn ich Jugendliche und junge Erwachsene erreichen will, brauche ich neue Medien. Wenn ich sie nicht erreichen will, dann können auch andere Medien wie ein Vereinsblatt oder sonst irgendwas helfen. Das muss man immer rausfinden, aber wenn ganz klar ist, man möchte die bis 35-Jährigen erreichen, sind soziale Medien wichtig. Video kann viel mehr Emotionen transportieren als eine schriftliche Dokumentation, weil es halt wirklich bewegt. Gehen wir davon aus, das Bild ist bereits hochgeladen durch die Mitgliedsorganisation, beispielsweise auf der Facebook-Seite oder auch, dass ein für mich unbekannter Mensch ein Foto hochgeladen hat, auf dem ich zu erkennen bin, kann ich zum einen eben die Nachricht an ihn schicken, zu sagen, ich habe keine Zustimmung erteilt, ich bin auf dem Bild sichtlich, ich habe das Recht auch an diesem Bild und kann ihn um Löschung dieses Fotos bitten. Wenn dieser Weg nicht erfolgreich ist, schlage ich dann immer vor, auch sich an die Facebook-Organisation zu wenden, die dann auch von sich aus das Foto löschen kann. Crowdfunding ist eine Möglichkeit, Projekte oder Vereinsarbeit generell zu finanzieren, die übers Internet funktioniert. Also im Prinzip geht es um das Einsammeln kleiner Spenden, indem man die Projekte im Internet vorstellt. Das Ganze funktioniert so, dass es Portale gibt im Internet, auf die man mit seinem Verein ein Profil anlegt, dann auch Projekte dort einstellt, für die man konkret Mittel einsammelt. Und das macht man dann in der Regel so, dass man diese Projekte direkt an Vereinsmitglieder, an nahestehende Personen vom Verein verschickt, weil die, so ist die Erfahrung, am ehesten bereit sind, für einen Verein oder für ein Projekt zu spenden. Also der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall erstmal das Impressum, dass auch wenn man extern auf die Seite drauf zugreift, man weiß, wer hinter dieser Seite steckt, um auch zu wissen, wem muss man anschreiben, wenn es irgendwelche Fehler oder Fragen gibt und so weiter, also Infos zum Verein. Ja, dementsprechend, das sollte auf erstmal wichtigerweise auf gar keiner Facebook-Seite fehlen. Für die vereinsinterne Organisation, gerade für die Gremienorganisation, gibt es inzwischen eine größere Zahl an Plattformen, die sich besonders gut dafür eignen,
Dokumente gemeinsam zu verwalten, also wie man das zum Beispiel kennt. Der Jugendausschuss wurde gewählt, die neuen Mitglieder des Jugendausschusses im Verein möchten sich informieren, was denn zuletzt passiert ist im Jugendausschuss. So hätte man, sofern man eine entsprechende Plattform bedient hat, vorher schon die Möglichkeit, dass dort die letzten Protokolle aktuell verfügbar sind und auch in Zukunft für die komplette Vereinsmannschaft ein Zugriff auf diese Dokumente besteht. Ja, wir haben viele neue Tools kennengelernt, auch viele nette Personen und natürlich der Austausch kam auch nicht zu kurz, von dem wir rundum gelungen. Eine sehr schöne Veranstaltung. Das freuen wir uns auf. Krabstagen, zum einen traditionell, zunächst einmal wie jedes Jahr sehr gut organisiert, tolle Sache. Das Thema dieses Jahr mit Facebook, Twitter und sonstiges war für mich jetzt persönlich sehr interessant, zumal ich jetzt in dem Bereich eigentlich noch relativ clean bin.